Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Elite Dangerous. Und nach den Reisevorbereitungen der letzten Folge wird heute die große Erkundungstour losgehen. Und ich habe eine ganze Weile überlegt, wie ich das mache. Also Ziel war ja irgendwie, ich habe mir da dieses Maya-System rausgesucht, aber mal so ungefähr, grob gesagt, wenn ich es wieder finde, hier unten sozusagen dieser Plejades-Nebel. Und ich werde versuchen, da so einigermaßen straight hinzukommen und trotzdem vorher schon zumindest so ein bisschen so die einzelnen Systeme, die für mich noch nicht erforscht sind, hier mitzunehmen. Das ist jetzt zum Beispiel auch gleich hier das erste. Ich habe hier so einen Sprungpunkt gesetzt, ungefähr in die Richtung, 80 Lichtjahre entfernt. Und mit der halb leer gebauten Cobra, die jetzt nur noch so mit dem nötigsten Kram bestückt ist, kann ich relativ große Sprünge machen. Da liegen aber auch einige unerforschte Systeme dazwischen. Die werde ich zumindest so in Teilen irgendwie mal mitnehmen, um mich mit dieser ganzen Geschichte ein bisschen auseinanderzumachen. Und ich werde mir tatsächlich da auch irgendwie die Freiheit nehmen, so ein bisschen rumzuschneiden in den Folgen, weil das sonst dann eventuell doch ein bisschen sehr lahm werden könnte, wenn mir nicht mehr einfällt, was ich so noch irgendwie alles Lustiges erzählen kann, während ich hier irgendwie durch die große Leere des Weltalls fliege. Also erster Sprung, irgendwie geht los. Ich habe aufgetankt. Ich werde versuchen, mich an die Grundregeln des Erforschens in Elite Dangerous zu halten. Irgendwie allen voran die, also zu versuchen, an jeder Sonne, die mir unter die Linse kommt, versuchen also voll aufzutanken, denn das geht offensichtlich nicht bei allen diesen Sonnen. Mit aber einigen kann man nicht richtig auftanken, also oder geht das gar nicht und bla. Das heißt, da muss ich mich noch so ein bisschen mit vertraut machen, was da so die Merkmale sind für eine Sonne, an der ich meinen Treibstoff wieder nachfüllen kann. Und da ich also nicht irgendwann Lost in Space irgendwo vor mich hintreiben will ohne Treibstoff, werde ich also versuchen, das möglichst zu vermeiden, indem ich jede verfügbare Sonne zum Auftanken nutze, und dann werden wir mal sehen, was da eventuell die ausschlaggebenden Kriterien sind. Vielleicht lernen wir ja noch das eine oder andere dabei. So, Allreisektor DLYD85 ist jetzt irgendwie das erste Ding. Wenn wir mal hinspringen. Und ich muss eigentlich auch nichts weiter tun, als den fortgeschrittenen Aufklärungsscanner zu betätigen, denn dieser Detailoberflächenscanner, den ich noch habe, der wird automatisch verwendet. Also da muss ich sozusagen nur in die Scannerreichweite des jeweiligen astronomischen Objektes fliegen, um und dann das Ziel anwählen, und dann wird der automatisch gescannt, und dadurch, dass ich den Detailoberflächenscanner drin habe, bekomme ich einfach mehr Informationen. So, jetzt machen wir hier mal gleich Full Stop. Was ist das hier? Das hatte ich doch auch noch nicht erforscht. Neue astronomische Objekte. So. Jetzt haue ich hier mal den Scanner raus. Vorhin konnte ich in diesem System nur diese Sonne sehen. Jetzt habe ich 12 neue Objekte erforscht. Mal kurz hier Systemkarte angucken. Ah ja, so. Also vorhin hatte ich in diesem System nur diese eine Sonne hier verfügbar. Die hat, da habe ich auch noch keine Informationen, weil ich die noch nicht im Detail gescannt habe. Genau, ich sehe jetzt aber sozusagen, dass um diese Sonne hier 9 Planeten drumherum kreisen. Also diese Planeten, die hier in einer Linie angeordnet sind, das bedeutet, dass die also um diesen Himmelskörper hier rotieren. Wiederum die hier unten angeordnet sind, das sind dann meist Monde, die um die jeweiligen Planeten rotieren. Und was das hier bedeutet, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, ob da eventuell hier ein größerer Abstand zwischen ist oder so. Das finden wir bestimmt auch noch alles raus. Das ist jetzt alles noch nicht so richtig erforscht. Hat das denn irgendwie schon einen Namen oder irgendwas? Nee, auch nicht. Okay, also mal sehen, das ist das. Jetzt versuche ich erstmal das hier zu erforschen. So, reicht das hier schon, wenn ich so weit dran bin? Ja, ich glaube, er scannt irgendwie. Wird gescannt. Steht ja da links unten. Na? So. Detailscan abgeschlossen, zusätzliche Daten, was auch immer, das ging sehr schnell weg. Zusätzliche Datenanalyse abgeschlossen. Achso, sonst würde nur Detailscan dastehen, und zusätzliche Datenanalyse, das ist wahrscheinlich dieser Detailoberflächenscanner. Jetzt muss ich mal gucken, was ich hier machen muss, um aufzutanken. Also theoretisch hieß es, ich müsste nur dicht genug ran. Ich glaube auch nicht, dass es hier bei Funktionen irgendwas gibt, dass ich dieses Ding ausfahren kann. Also diesen Treibstoffsammler. Ne, gibt's auch nichts. Also eigentlich muss man irgendwie nur dicht genug ran. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der braune Riese hier sozusagen dazu gedacht ist, um hier aufzutanken. Weil ich nicht genau weiß, wie dicht man ran muss. Das hätte ich mir vielleicht auch nochmal geben sollen, was die Reichweite ist von
Und ob ich aus dem Supercruise raus muss dazu, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ob das überhaupt im Supercruise-Modus funktioniert. Oh, da sind Sonneneruptionen. Hübsch anzuschauen ist das ja irgendwie wie so ein... wie so eine Sonne aus dem Hello Kitty-Universum. Schön pink. Pinker Riese hätte ich eigentlich eher gesagt. Jetzt ist meine Hitze bei 100%. Es passiert aber gar nichts. Ich gehe mal jetzt erstmal davon aus, dass der braune Riese nicht unbedingt dazu gedacht ist, um hier aufzutanken. Kann ich denn jetzt hier irgendwas auswählen? Nicht identifizierte Signalquelle? Klar. Ich werde mal das hier targeten. Achso, jetzt habe ich hier auch diese Orbitallinien. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Und hier ist auch ein anderer Spieler. Ich werde jetzt erstmal versuchen, dieses Ding hier irgendwie anzufliegen, was ich jetzt ausgewählt habe. Das müsste das hier sein. Der andere Spieler ist offensichtlich nur durchgesprungen durch das System. Und zwischendurch kann man natürlich auch immer mal wieder den Aufklärungsscanner abfeuern sozusagen, damit also falls man noch weiter entfernte Dinge entdeckt, manchmal haben so eine Systeme ja auch mehrere Sonnen und so. Ich will mir das möglichst schenken, da jetzt irgendwie auch 20 Minuten durchs leere All zu fliegen, nur um irgendwo vielleicht noch irgendeine andere Sonne zu finden oder so. So, das ist hier jetzt offensichtlich also auch einer von den Planeten mit einem Mond, würde ich sagen. Naja, hier wird jetzt auch schon gescannt. Die Reichweite von dem Ding ist auf jeden Fall ganz gut. Also ich muss jetzt nicht super nah ran. Anarchie, ein Eisplanet. Zusätzliche Datenanalyse auch abgeschlossen. Ist doch super. Und das ist dann jetzt hier, glaube ich, der Mond. Ne? Und so kann ich jetzt dann, glaube ich, nach und nach die einzelnen Planeten abfliegen und wenn ich dann diese Daten irgendwo verkaufe, kriege ich dafür Geld. Die, soweit ich weiß, richtet sich die Menge des Geldes, das ich bekomme, eigentlich ausschließlich nach 4000, ausschließlich nach der Menge an Daten, die ich habe. Nicht danach, wie weit ich das wegbringe, sondern nur danach habe ich eben, wie detailliert habe ich eben gescannt. Ich muss, glaube ich, mindestens 20 Lichtjahre wegkommen von dem System, was ich gescannt habe, um es überhaupt verkaufen zu können. Aber dann bleibt der Preis eigentlich gleich. Das hatte ich mich nämlich, da hatte ich mich nämlich nochmal belesen. Das ist jetzt auf jeden Fall auch kein System, was total unerforscht ist, sondern einfach nur eins, was ich noch nicht kenne. Da weiß ich auch noch nicht so ganz genau, wie das funktioniert. Achso, das ist wieder die Sonne. Da wollte ich ja nicht unbedingt hin. Was haben wir hier? Gehen wir mal dahin. Genau, das ist die Sonne. Da drüben ist auch noch irgendwo alles mögliche Zeug. Also das ist jetzt auch nicht wirklich für mich der Hauptpunkt hier, irgendwie Geld zu verdienen, sondern ich, ne, einfach mal, ich will mir jetzt in dem System ja auch hauptsächlich angucken, wie das so funktioniert. Um, wenn ich dann weiter nach draußen komme, wo es wirklich noch unbekannten Kram gibt, nicht vollkommen unvorbereitet zu sein. Aber ich muss jetzt hier auch nicht jeden Planeten irgendwie anfliegen. Das glaube ich, also zumindest jetzt hier nicht gleich am Anfang. So, wann springen die Scanner an? Unter 90 oder was? Nee. Jetzt habe ich, achso, jetzt habe ich, hatte das nicht angewählt. Gut, okay. Ich weiß nicht genau, was die Scannerreichweite ist, müssen wir beobachten. Abgeschlossen. Und hat der auch noch einen Mond? Der hat auch noch einen Mond. Den können wir auch noch mitnehmen. So, das haben wir auch. 2000, 3000, 4000. Ah Gott. Ich meine, das haben wir jetzt auch erstmal gesehen. Was ist das?
eine nicht identifizierte Signalquelle. Die können wir mal ansteuern. Wer weiß, was man da noch so findet. Soll ja auch ein bisschen unterhaltsam sein. Also will ich jetzt auch nicht nur forschen, wenn hier irgendwie Piraten drin sind oder was, die mich überfallen wollen. Ich bin ja durchaus auch immer noch wehrhaft. Ich habe ja nur die Frachträume ausgebaut. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht irgendwas mitnehmen, falls da irgendwie Fracht rumliegt oder so. Aber ich wollte jetzt auch nicht irgendwie mit der Schmuggelei anfangen. Aber vielleicht kann man hier noch das ein oder andere Kopfgeld mit einstreichen oder so. Und dann cruisen wir einfach ein bisschen durchs All, gucken uns ein bisschen um. Und wie gesagt, Hauptziel wäre eigentlich, diesen Nebel mal zu erreichen, gucken, ob das optisch irgendwie was hermacht. Und dann vielleicht natürlich auch mal irgendwie die ein oder andere Anomalie oder irgendeinen, also ich glaube, so ganz doll groß ist die Auswahl der Sachen nicht. Wie gesagt, also schwarze Löcher gibt es auf jeden Fall, das habe ich auch irgendwie nachgelesen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es dann noch viel, viel mehr gibt. Das scheint mir hier so eine Art Handelskonvoi zu sein. Also mal die Sidewinder, die wahrscheinlich auch, oder Eagle? Achso, die wollen mich angreifen, wenn ich was habe. Aber ich habe ja nichts. Aber die sind auch alle sauber. Der ist jetzt böse, weil ich nichts. Das sind offensichtlich, sind das Piraten. Aber die sind alle sauber. Das ist ja auch ein bisschen langweilig. Ich hätte den ja durchaus gerne. Aber wahrscheinlich, wenn die hier irgendwo rumhängen, hier gibt es nicht viel zu finden. Dass ich den immer so genau vor der Nase haben muss, ist auch irgendwie merkwürdig. So, habe ich jetzt aber auch sauber. Und der hier ist wahrscheinlich auch sauber. Das ist ein bisschen schade. Die haben hier, die hängen hier rum und haben noch überhaupt keine Beute gemacht, deswegen sind sie alle sauber. Das ist schade. So, jetzt muss ich natürlich auch nochmal gucken, wo wir jetzt als nächstes hinfliegen. Dadurch, dass ich hier jetzt ja andere Sachen getargetet habe, ist wahrscheinlich die Route, die ich geplant habe. Futsch. Ah, das macht nichts. Will ich jetzt hier noch irgendwas erforschen? Das ist erforscht, erforscht, das ist nicht erforscht, aber das ist alles so weit weg. Naja, wir können ja mal hier noch so ein bisschen, können ja mal das da hinten noch mitnehmen. Ich hoffe ja, dass man über diese Erforschung oder dieses Erkunden von Systemen irgendwann dann auch mal vielleicht diese Alienrasse finden kann, die es im Elite-Universum geben soll. Das hätte irgendwie was, finde ich witzig. Hier nochmal kurz den Aufklärungsscanner auslösen. Mal gucken, ob man noch was findet. Oh, ist noch eine unbekannte Signalquelle. Wahrscheinlich wieder nur ein Reinfall. Ich fliege da jetzt erstmal rüber. Dann können wir mal kurz gucken, wie weit ist das? Das sind dann 2000, 4000. Ja, die sind immer so 2000 Lichtsekunden auseinander, diese einzelnen Planeten. Naja, die beiden sind relativ dicht beisammen. Hier 1000 oder so. Dann habe ich mich irgendwie in meinem Schiff hier ein bisschen umgeguckt. Hier sind ja auch so eine komischen Systemmonitoren. Irgendwelche Systeme sind offline bei mir. Ich weiß aber nicht, ob das eine statische Anzeige ist. Wahrscheinlich ist es das. Und wenn man hier so durch die Gegend fliegt, soll man ja auch mal so ein bisschen nach links und rechts gucken, ob eventuell noch irgendwo andere Sonnen zu sehen sind, die sich dann gegen den Hintergrund bewegen und nicht hier so zu den ganz, also oder entweder zum Hintergrundbild oder zu diesen ganz weit entfernten Systemen gehören. Dann kann man eventuell noch so andere Sonnen finden, die jetzt der Aufklärungsscanner noch nicht erreicht. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen. Ich nehme mal an, 100 Lichtsekunden wird die Scannerreichweite sein. Für meinen Detailscanner. 120. Und ja. Nee, doch nicht. 90. 90 offensichtlich. Und es dauert lange. Aber es müssen ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Informationen verarbeitet werden. Und das unterscheidet sich je nachdem, was es für Planeten sind, wie wertvolle Informationen verkauft werden können. Also wenn ich zum Beispiel einen erdähnlichen Planeten finde mit Wasser drauf, dann kann ich diese Information natürlich wertvoller verkaufen als zum Beispiel die Information, dass hier ein weiterer Eisplanet vorhanden ist. Was kann der? Der
Ist auch ein Eisplanet. Okay. Unspektakulär. Unspektakulär. Gut, ich kann ja jetzt auch erstmal auf. Ich muss jetzt ja hier, wie gesagt, nicht das ganze Ding irgendwie. Was ich meine. Ja, man könnte es halt theoretisch auch machen, ne? Kann ja jetzt irgendwie das ganze Ding und das mal irgendwie 20 Lichtjahre wegtragen und versuchen und mal sehen, was man dann dafür bekommen würde. Sehe, wie lange das dauert. Also ich habe halt gelesen, dass man durchaus, wenn man ein bisschen Glück hat, damit auch den einen oder anderen Taler machen kann. Das wäre natürlich auch nochmal so ein netter Nebeneffekt der ganzen Geschichte, denn ansonsten ist das ja schon, naja, so super spannend wahrscheinlich dann auch nicht. Mal gucken, was wir finden. Wahrscheinlich muss man sich auch angewöhnen, wirklich so diese Nebensachen noch mitzumachen, sprich, vielleicht sollte ich mir auch noch einen Tötungsbefehlsscanner besorgen, den ich mir noch einbaue, um damit in diesen unbekannten Signalquellen nochmal auf diese Piraten einen Scan machen zu können, um zu sehen, ob die eventuell in einem anderen System gesucht werden. Das wäre ja eigentlich auch nochmal ganz interessant. Denn dann könnte ich damit vielleicht, also könnte man so leichtes Bounty Hunting mit dieser ganzen Exploration-Sache verbinden. Das ist auch ein Eisplanet. Gucken, was der da hinten kann. Ich glaube, das werde ich mal machen. Also wenn ich das nächste Mal irgendwo hinkomme, wo es auch eine Station, hier gibt es überhaupt keine Station. Also das kann ja auch sein, dass bei Sektoren, die ich noch nicht kenne oder Universal Cartographics noch nicht kennt, trotzdem Stationen sind. Irgendwie habe ich gehört, wie auch immer das funktioniert, aber... Denn ich hoffe ja mal, dass das so ist, wenn ich das jetzt hier erforsche, ist das dann nur für mich so oder erforsche ich das für alle Leute, die spielen? Weil, dass die Information dann sozusagen mit dem Server synchronisiert wird, dass also irgendwann auch nichts mehr zu erforschen ist. Also in 200 Jahren wahrscheinlich erst, aber so ungefähr. Das wäre irgendwie lustig. Es gibt ansonsten auch, wenn man ein System entdeckt, wo noch niemand drin war, keine Möglichkeit, das als Entdecker irgendwie zu claimen. Das finde ich auch ein bisschen schade. Dass man jetzt so irgendwie sagen könnte, hier entdeckt von so und so. Das wäre doch eigentlich irgendwie witzig. Hätte noch so einen zusätzlichen Anreiz dann. Aber ich vermute mal, dass dadurch jetzt auch mein Entdeckerrang irgendwie ganz gut ansteigen wird. Ich bin ja jetzt Speer. Wir beobachten das mal so ein bisschen. Wie lange es braucht, bis man da irgendwie einen Level abbekommt. Oder ob man das vielleicht auch erst bekommt, wenn man die Daten verkauft. Das könnte auch sein. Detailscan abgeschlossen. So, jetzt gucken wir mal hier. Unidentifizierte Signalquelle. Also reden fällt mir schwer. Unidentifizierte Signalquelle ist aber auch ein... Also wirklich, ne? Gucken wir da mal rein. Ziel festlegen. Wo ist das? Hinter mir. Unter mir, hinter mir. Können wir ja mal reinfliegen. Sollen wir mal angucken. Aber wobei, ohne den Tötungsbefehlsscanner macht das wenig Sinn, denn selbst wenn Piraten da drin sind, ist es so unwahrscheinlich, dass die dann hier gesucht werden, weil das ja, glaube ich, auch, hier gibt ja keine Fraktion oder irgend sowas. Was haben wir jetzt hier noch? 4000. Ist noch da drüben. Schieß nochmal den Aufklärungsscanner raus. Mal sehen. Ich glaube, dieser kleine Aufklärungsscanner, den man am Anfang hat, der hat eine Scanreichweite von 500 Lichtsekunden, glaube ich, oder so. Ich nehme mal an, dass der große jetzt hier schon deutlich mehr kann. Aber wie, was genau, stand ja da leider auch nicht, wenn man das kauft. So, das muss man ja wahrscheinlich irgendwie immer... Oder steht das da? Kann ich das hier irgendwo nachsehen? Es gibt doch hier auch Module, Schubdüsen, ganz kurz... Wenn ich überziehen hier mal irgendwie den... So. Treibstoffsammler, das ist das. Frameshift-Antrieb, Sensoren. Fortgeschrittener Aufklärungsscanner. Also den kann ich hier nur ein- und ausschalten. Ja, Informationen kriege ich darüber hier auch nicht. Okay. Naja, was auch immer. So. Bitte geben Sie Gas. Noch eine Signalquelle. Also ich glaube, im nächsten bewohnten System, das ich anfliege, versuche ich mir mal noch einen Tötungsbefehlsscanner zu besorgen. Dann können wir das Ganze so ein bisschen... auflockern sozusagen, dass wir jetzt nicht nur durchs leere All fliegen, sondern auch mal die ein oder andere Geschichte vielleicht vor die Flinte kriegen.
Ansonsten würde mich natürlich auch mal interessieren, hat jemand von euch eigentlich schon intensivere Erfahrungen mit diesem ganzen, Fraktionssystem gemacht? Also ich habe nur gemerkt, dass ich bei der Föderation, dadurch, dass ich da so viel so Bounty Hunting betrieben habe, irgendwann das auf beliebt umgeswitcht ist, sozusagen alle Föderationen oder alle föderalen Schiffe sind jetzt für mich grün und die Stationen auch, die sind nicht mehr gelb, sondern grün. Was das aber bringt, habe ich jetzt auch noch nicht rausfinden können. Bitte scannen Sie jetzt, aber ich düse wahrscheinlich gleich mit Vollgas in den Planeten hinein. Jetzt habe ich wieder gepennt sozusagen, zu spät die Geschwindigkeit gedrosselt. So, jetzt müsste das aber eigentlich schon reichen. Da gibt es auch noch einen anderen Planeten da oder einen Mond oder irgend sowas. Worklander mitnehmen. So, also es ist hier alles voll mit irgendwelchen Eisplaneten. Nicht sonderlich spektakulär. Abgeschlossen, Detailanalyse, okay. So, was fehlt jetzt hier noch? Zwei Sachen haben wir jetzt hier noch, die nicht erforscht sind. Naja, die nehmen wir da auch noch mit. Ich hoffe, die sind nicht in vollkommen unterschiedliche Richtungen. Nicht erforscht und... Wo ist der andere? Kann ich mal hier gucken, ob ich mich von dem anderen jetzt entferne? Nee, auch nicht. Das ist gut. Das beruhigt mich. Wahrscheinlich muss man sich irgendwie überlegen, wie man so die bestmögliche Route plant. Aber das wüsste ich jetzt noch nicht so genau, wie das gehen soll. Denn in der Systemkarte, wenn ich die Planeten nicht erforscht habe, haben sie auch keinen Namen. Aber vielleicht kann ich über die Systemkarte Ziele anwählen. Das müsste ja dann eigentlich auch die... also es ist ja dann die jeweilige Entfernung von der Sonne. Aber dadurch, dass die ja nie in einer Reihe stehen... sind die ja alle irgendwie rund um die Sonne verteilt. Das ist auch sinnlos, wenn ich versuchen würde, das über die Systemkarte zu machen. Ja, wahrscheinlich geht's. Muss ich einfach mal nur gucken, dass ich den jeweils kürzesten Abstand finde und irgendwo muss ich dann wahrscheinlich nochmal immer eine längere Strecke fliegen. Also solange das jetzt wie hier nur so 4.000, 5.000 Lichtsekunden sind, ist das ja noch vollkommen auszuhalten. Also es könnte schlimmer sein. Wo ist das andere unbekannt? Es muss eigentlich irgendwo gleich da daneben sein. Wahrscheinlich ist das wieder auch irgendwo ein anderer, ein Mond, der um den Planeten... drumherum kreist. Das ist natürlich auch noch so eine Möglichkeit, über so einen Sogwolkenscanner eventuell. Also das soll die Möglichkeit geben, sozusagen, wenn jetzt irgendwo eine weiter entfernte Sonne noch in einem System ist, irgendwie was man nicht kennt, irgendwie NPC-Schiffen dahin zu folgen. Und wenn die halt wegspringen, dann soll man einfach die Sogwolken da irgendwie scannen. Aber so, so richtig wertig finde ich das jetzt auch nicht. Bremst jetzt gerade ab, weil ich hier relativ dicht an der Sonne vorbei fliege. Aber na, es geht. Es geht. Ah, oh, jemand versucht mich abzufangen. Das nehme ich mit. Kann man hier gleich mal aufgeben. So, einmal ausfahren bitte. Du musst sterben, musst nicht sterben, gib mir einfach nur deine Fracht. Ich habe keine Fracht, was machen wir denn da? Jetzt hast du keine Chance mehr. Na klar, warum sollte ich auch eine haben? Aber so kommt wenigstens mal wieder ein bisschen Spaß rein. Und er hat keine Schilde, also was für eine selten dämliche Idee, mich anzugreifen. Trottel. Ich meine, für den Abschuss kriege ich wahrscheinlich überhaupt nichts. Ich habe ein bisschen spät die Energie auf die Waffen gelegt, deswegen sind meine ganzen... ist meine Waffenenergie alle, aber... So, nee, dafür kriege ich natürlich nichts. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis er mich irgendwie einmal angeschossen hat. Wäre das schlau gewesen, damit ich wenigstens so 200 Credits kriege oder so? Na, könnte sein. So, können wir wieder einfahren. War eine schöne, nette, kurze Intermission für zwischendurch. Und jetzt können wir weiter in unserem Forschen nachgehen. Wir sind im Grunde genommen der Indiana Jones des Weltraums. Ein Wissenschaftler, mit dem man sich lieber nicht anlegt.
Naja, da ist auch noch ein anderer Spieler, der ist... Ah, jetzt ist er weg. Die springen hier alle rein. Das ist, die reisen hier, die sind hier nur auf der Durchreise. Offensichtlich kann, mit den ganzen Eisplaneten ist das natürlich auch kein sonderlich schönes System, in dem man sich gern aufhält. Aber gut. Mal ein bisschen Speed rausnehmen, dass wir wieder nicht vollständig überschießen. Mir das jetzt teilweise schon angewöhnt, irgendwie die ganzen Supercruise-Anflüge nur noch auf 75% zu machen, damit er irgendwie dann auch gleich automatisch vernünftig runterbremst. Ist mir irgendwie angenehmer. Also weil das Überschießen, das dauert dann doch immer noch ein bisschen länger. Naja, das sind hier gleich diese beiden Objekte auf einmal. Kann ich gleich nacheinander scannen. Genau, da ist das zweite. Sehr schön. Scan wird analysiert. Ein Eisplanet, auf dem Anarchie herrscht. Na komm, gib mir das andere. So. Ich vermute, das wird auch ein Eisplanet sein, auf dem Anarchie herrscht. Yep, ganz genau. Okay, also dann müssten wir jetzt aber eigentlich, wenn ich nicht vollkommen... bescheuert war, das gesamte System hier aufgedeckt haben, also einen Haufen Informationen gewonnen haben. Ja, sieht eigentlich soweit erstmal so aus. Nichts Unbekanntes mehr dabei. Wir gucken mal in die Systemkarte. Ja, das ist jetzt hier alles erforscht. Eisplanet. Das hätte man, wahrscheinlich hätte ich das auch wissen können. Atmosphärentyp Helium. Atmosphärentyp Helium. Die Farbe des Planeten wird das wahrscheinlich schon... vorgeben und ich nehme an, das war ja von Anfang an, waren die ja in dieser Farbe, dass auch mein Aufklärungsscanner das tatsächlich schon erkennt und ich dadurch dann entscheiden kann, welche brauche ich alle. Ich muss mal gucken, was diese Informationen hier wert sind, aber wie gesagt, es, Planeten mit zum Beispiel irgendwie einer Biosphäre oder so sind deutlich mehr Geld wert, also wenn es jetzt nur um das Geld gehen sollte, dann... würde ich mir wahrscheinlich dann die Planeten rausholen, die mich interessieren. Und natürlich sowas wie Asteroidengürtel und so. Sowas ist interessant interessante Informationen für Leute, die Mining betreiben. Und da wäre zum Beispiel auch noch eine interessante Möglichkeit gewesen, Player Interaction herzustellen. Also ich verkaufe diese Scan-Informationen jetzt an Universal Cartographics und andere Spieler können das über Universal Cartographics kaufen. Aber hier wäre es auch eine Möglichkeit gewesen, zum Beispiel irgendwo an einer Station, mit der ich gut gestellt bin, dass ich da wie so eine Art, keine Ahnung, zentralen Standort habe, wo ich meinetwegen mir irgendeinen Typen anstelle, der mich irgendwie pro Monat oder pro Tag irgendwie 500 Credits kostet, der da mein Büro bewacht. Und ich kann sozusagen meine Informationen dort storen und andere Leute können das von mir kaufen irgendwie. Und ich kann dann halt ganz spezifisch sagen, keine Ahnung, ich suche halt ausschließlich zum Beispiel nach Informationen über Erzabbaugebiete oder was auch immer. Irgendwie, es hätte da noch Möglichkeiten gegeben, weil jemand, der sich zum Beispiel wirklich mit dem Mining beschäftigt, wenn es denn ein lohnenswertes Geschäft wäre, für den wären ja so eine Information sehr, sehr wertvoll. Also wenn ich dann zum Beispiel mit dem Detailoberflächenscanner auch sagen kann, wie reichhaltig bestimmte Asteroiden oder Planeten oder was auch immer sind, irgendwie, da gibt es durchaus noch Möglichkeiten, ein bisschen zu tweaken. Also wir haben jetzt hier tatsächlich eine ganze Menge Informationen bekommen über die einzelnen Planeten. Hier können wir irgendwie sogar deren Zusammensetzung sehen. Das werden sicherlich Informationen sein, die ich nur bekomme mit dem Oberflächendetailscanner. Alle anderen Informationen sind, glaube ich, auch wirklich immer eher interessant für Astrophysiker oder so. Achsenneigung und Exzentrizität, heißt das, der Planet ist nicht sonderlich exzentrisch, weil er nur 0,0913 hat. Gut, ich finde rosa Planeten verhältnismäßig doch relativ exzentrisch. Ich werde jetzt den neuen Kurs setzen. Wir werden ein Stückchen weiter in Richtung von diesem Nebel fliegen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Und das gucken wir uns aber erst in der nächsten Folge an. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.